Hi, willkommen zurück zu Yo-Kai Watch Puni Puni. Wir haben im letzten Part das Abenteuer gestartet und haben uns auch Shibanyan gegönnt. Geile Sau. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen erstmal in den Ranglistenkampf rein. Ihr kennt das. Wir haben zwar keine Freunde. Scheiße gelaufen. Aber wir werden uns trotzdem nicht nehmen lassen, hier am Ranglistenkampf teilzunehmen. Und mal gucken, wer der heutige Gegner ist. Es ist Captain Donner. Also ich muss sagen, ich fühle mich hier in diesem Spiel schon ein bisschen heimisch, denn was soll ich Ihnen sagen? Es kommen hier und da auch Yokai vor, die wir schon aus Yokai Watch Wibble Wobble kennen. Das heißt, es ist nicht alles neu. Klar werden wir hier und da auch Yokai Watch 3 Yokai zu Gesicht bekommen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Aber was ich damit sagen will, man fühlt sich doch relativ heimisch. Und jetzt würde ich ganz kurz in dem Yokai Watch Chat in Discord ankündigen, dass man mich hier adden kann. Und dann können wir vielleicht schon zum Ende der Folge ein paar Leute annehmen, die wir hier natürlich auch als Freude dann haben. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Oh, ja, moin. Ja, gut, dann gibt es halt eben keinen Ranglistenkampf, weil man kann ihn nur mit diesen vier Stämmen angreifen. Tapfer, Mystiker, Herziger oder Schummriger. Ja, geil. Ich dachte, das hätten sie jetzt weggepatcht, weil es war in Yokai Watch Wibble Wobble auch nicht mehr so. Aber hier muss es natürlich noch auf Trocken am Start sein. Ich liebe es. McDonald's. Geil. Naja, gut. Opa Gusto. Ein weiterer herziger Yokai, den wir uns ins Team packen könnten. Und ich glaube, der wird auch Auto Be Friends sein. Kann jedenfalls sein. Ich will jedenfalls alles daran tun, dass wir so schnellstmöglich die billigen Yokai ins Team bekommen. Gerade hier, was auch Opa Gusto angeht. Ich denke, der ist auch vielleicht für einen Legendärer wichtig. Deswegen lass uns auch direkt mal gucken, dass wir die Ulti-Seal von Knuffi-Wuffi auch voll machen. Ja. Was hoffentlich auch gleich passieren wird. Aber ihr seht auch hier, die Gönnung ist mal wieder real, Alter. Noch realer als der Supermarkt. Aber jetzt sollten wir die Ulti-Seal eigentlich voll kriegen, Mann. Genau. Aber wie gesagt, wir werden hier nicht nur ein bisschen on-topic machen. Ich denke, wir werden auch hier und da, wir werden hier und da auch mal über Themen und so reden. Gerade wenn es um Yokai Watch 3 News in Europa geht. Gerade wenn es um Yokai Watch 4 News für Europa geht. Gerade wenn es um generell Level 5 Spiele geht. Ich denke mal sowas wie, ja, ach ja, ein Layton, ein Inazuma 11 Airs. Ich denke mal, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen drüber quatschen. Gerade natürlich, wenn informationstechnisch Flaute ist, kann man es natürlich knicken. Also moin. Ja, ein weiterer herziger Yokai, den könnten wir auch eigentlich ins Team packen, aber ich bin eigentlich mit Wichtel ein bisschen cooler. Okay, das war Gegenstände, also auch wieder Auto Befriend. Ja, okay. So, hier links übrigens ist Kumasan auf Trocken am Start. Wäre auch irgendwie schon geil, ihn zu bekommen, oder? Habe ich da nicht sogar damals in Yokai Watch Wibble Wobble einen Farming-Screen gemacht für ihn extra? Ich weiß es nicht. Kann sein. Aber gerade momentan ist halt in Sachen Yokai News Informationsflaute. Ne? Es gibt halt kaum neue Infos. Ich gucke ja schon fast täglich auf Google, ja? Zu meiner Entschuldigung. Ich gucke ja schon fast jeden Tag auf Google und gucke in der News-Sektion nach Yokai Watch News. Gerade für Europa irgendwie Yokai Watch 3, aber da kommt halt nichts bei rum. Das ist das große Problem, ne? Da machst du halt nichts. Da ist halt nichts zu machen. So sehr ich euch auch mit Informationen zuballern würde, es geht momentan leider nicht. Rodingus. Es tut mir leid. Na gut, ansonsten, wisst ihr, ob der Yokai Watch Shadow Side Anime schon in Japan anlief? Wisst ihr das? Weil ich hätte schon unfassbar Bock, mit euch darauf zu reagieren. Quasi ein React-To auf die erste Folge oder generell auf den Anime von Yokai Watch Shadow Side. Ich hoffe natürlich, dass wir, wenn es überhaupt schon Folgen dazu gibt, weil eigentlich sollte der Anime schon seit einer Woche raus sein. Am 13. April wurde er quasi angekündigt, oder was heißt, er sollte da eigentlich rausgebracht werden und
an sich. Ist der schon draußen? Wenn ja, also wenn es den sogar mit English Subs gibt, ich würde mir den Anime gerne mit euch angucken. Ohne Scheiß jetzt, also wirklich. Und wenn es so ist... Komasan, Bruders! Das werden wir zwar nicht schaffen, aber wir gehen trotzdem mal rein. Ja, moin! Weil dafür müssen wir Level 16 sein und der wird uns kaputt hauen. Der wird uns totschlagen, wird er uns. Ihr werdet schon sehen. Also hättet ihr denn daran Interesse, mit mir zusammen den Yo-Kai Watch Shadowside Anime zu schauen? So, wenn ich das machen würde, dann würde ich es natürlich nicht auf YouTube tun, weil ich kann mir vorstellen, dass ich da natürlich fett gestrikt werden würde von Level 5. Oder das Video wird dann gesperrt werden. Deswegen, ich würde es dann vielleicht sogar auf Twitch mit euch schauen. Ich weiß nicht. Wenn ihr darauf Bock habt, sagt Bescheid. Ansonsten, bye. So, direkt teilen. Ganz wichtig, Mann. Wir müssen generell mit Wichtels auch übertrieben oft teilen. Und auch müssen wir, wir müssen gucken, dass wir schnell in die Fieberphase kommen, damit wir vielleicht doch irgendwie klatschen können. Ja, das wird mega schwer, Mann. Ja, ihr seht, ich bin schon fast tot, Mann. Das wird nicht leicht. So, Wanda Kappas Ulti-Seel noch bitte drauf. Also moin. Und dann noch die Tatzen des Zorns, Bruders! Das wird es wahrscheinlich nicht mal im Ansatz gebracht haben, aber ey, so, so ist das halt, ne? Level 16 mäßig. Weil Komasan ist tot, aber er gibt uns keine Gönnung. Komm, noch einmal irgendwie heilen. Einmal noch die Kräfte mobilisieren hier. Komm schon. Oh mein Gott. Heilen! Komm, Alter. Fieberphase! Ja! Geil! Okay. Alter. Bin ich ein Skiller oder bin ich ein Failer? Also, wenn wir das jetzt gleich schaffen, wäre ich übertrieben krass gehypt, Alter. Nice, Mann. Aber ich denke mal, wir sollten eigentlich so viel Schaden machen, dass er liegen sollte. Nein, er ist noch nicht tot. Oh mein Gott, komm schon. Wichtel. Enttäusch mich nicht. Ja, wir haben ihn! Wir haben es einfach geschafft, Alter! Wir haben es mit meinem jetzigen Level geschafft und wir haben Komashiro bekommen! Geil, okay, Bruder, ist cool! Alter! Jungs! Ich raste vollkommen aus! Ja, moin, Komashiro, okay, Bruder! Geile Sau, oder? Ob wir ihn jetzt ins Team packen? Ja, ich weiß ja nicht, aber... Heftig, Alter. Jungs, wir sind einfach irgendwie Stufe 5, 6 oder so. 4. 2, 3 so. Und wir haben einfach, wir haben es geschafft. So, Level 16, kein Problem. Da sieht man mal, ne? Ich hab's einfach drauf. Das hat uns aber auch Ressourcen gekostet oder Arbeit gekostet, Mann. Das ist nicht schlecht. So, hier Wanderkappa. Es wäre natürlich geil, wenn wir ihn direkt nochmal befreunden könnten, weil dann würde die Ulti-Seelen sich nämlich nochmal verbessern auf Level 2. Und Noko ist da. Das heißt, wir kriegen viel Erfahrungspunkte. Ach du heilige Scheiße. Ich würde sagen, moin. Natürlich wird Noko sofort sterben, aber ist doch egal. Wir werden uns sowieso nie mit ihm anfreunden können. Das habe ich in Yo-Kai Watch Wobble nicht geschafft. Das wird auch hier nicht passieren. Das kann ich euch schon mal versprechen. So, Wanderkappa auswählen und... Befreunde, du! Und dann direkt wieder sie auswählen. Leonie Döst, damit die nämlich auch geklatscht wird, die alte Sau. Yo, die alte Sau. Ich mache sie auch manchmal zur Frau. So, dass ich auch hier Knuppi-Wuffis verbinden des Todes, damit wir ihn noch ein zweites Mal pushen können. Aber ich meine, eigentlich sollten wir ihn anfreunden können, so wenn alles klappt. Also komm schon jetzt. Komm schon, Knuppi-Wuffi-Brudes. Machen Sie schon.
Ach, wir haben Leonidas. Nein, wir haben sie schon bekommen. Oh, natürlich die, die wir nicht mehr in unserem Team haben. Ich liebe sowas. Egal, kein Problem. Kein Problem. Ja, jetzt bringt es ja auch nichts mehr. Jetzt ist auch verkackt. Trotzdem nochmal irgendwie gucken, dass wir vielleicht zweimal in der Fieberphase Giban als Ultisil benutzen können. Nein, jetzt habe ich gerade voll Wanderkappas Ultisil verschwendet. Nein, schon wieder. Also moin, ich würde sagen, Klatschung ist auf jeden Fall auf Trocken am Start. Okay, komm. 100.000 Punkte will ich jetzt mal erreichen hier. Das kann doch wohl nicht sein. Das ist doch wohl ein Witz. So, wie sieht's aus? 100.000? Na, das ist halt unser Problem. Wir haben halt keinen Score-Booster oder Attack-Booster, der uns dahingehend helfen kann. Aber egal. 130 Sekunden wahrscheinlich. Kann das? Ja, passt. Hole ich offscreen irgendwie nach. Aber leckere Level-Ups. Und das Ganze wegen Noko natürlich auch. Unnötiges Fuck. So hätte man mir nicht Wanderkappa gönnen können. So. Vielleicht war es aber vorgesehen, dass man hier Leonidas ein zweites Mal bekommt. Das kann sein. Keine Ahnung. So, wie sieht's aus? Oh, wir sind noch relativ weit vom Boss entfernt. Geil, Mann. Ich werde auch natürlich hier sehr sparsam sein. Das heißt, ich werde jetzt nicht, wenn ich die 4500 voll gemacht habe, direkt zum Yokai-Maten gehen. Oder zum Oni-Yokai-Maten. Wobei, da kann ich sowieso nicht hingehen. Lol, weil ich keine Tickets habe. Aber, ich werde schon sparsam sein. So, ich will natürlich auch gucken, dass wir das Geld gut anlegen. Damit wir selbstredend auch früh im Spiel gute Yokai bekommen. Und damit meine ich Rang A, Rang S, irgendwie so. Das ist mir sehr wichtig hier. Ja. Ja, aber wie gesagt, nochmal zum Yokai Watch Shadow Side Anime. Wenn ihr Bock habt, da mitzugucken, dann sagt es mir in den Kommentaren. Vielleicht mache ich auch eine Umfrage dazu. Mal gucken. Ja. Wird dann aber wahrscheinlich, wenn es soweit kommen würde, auf Twitch, wie gesagt, stattfinden. Ich heiße auf Twitch, twitch.tv/ randomkai, genauso wie hier, live, genau, randomkai und dann ein live dahinter, wisst ihr Bescheid. Also bye! twitch.tv/randomkai live, so, gut. Also nicht wie hier in Puni Puni, wo ich RNDMKI heiße. Ich heiße da schon Randomkai live. Gut. So, noch weitere leckere Level-Ups. Lecker. War klar, das will ich bekommen, du alte Schabracke. Du alter Geldautomat. Und der nächste Yokai für Shogunyan läuft bei uns. Und Prasser, glaube ich. Okay. Jetzt zu Anfang haben wir natürlich ja gar keine Probleme. Ist ja ganz klar. Aber ich denke mal, ab dem Waldberg geht's dann los. Ab dem Waldberg geht's dann los mit ja, Kutakan, glaube ich. Oh mein Gott, wird das umbringen. Ich sehe es schon kommen. Und auch da müssen wir schon gucken, dass wir uns irgendwie einen krassen Yokai holen. Also, klar, wir bekommen bis dahin Schleifer. Und mit dem werde ich auch wahrscheinlich arbeiten, weil Scorebooster, mehr Cash, mehr Erfahrungspunkte, das brauchen wir. Es ist schlauer, mit Schleifer dann da reinzugehen. Auch wenn er uns natürlich sonst nichts anderes bringt. Aber hey, so ist das halt eben. Man muss auch manchmal sein Würstchen ins Würstchenglas reinstecken. So ist das. Naja, ja. Ich denke mal, Glibbermander sollte auch eigentlich gar nicht so schwer sein. Ich hoffe, dass uns das Glibbermander kein Auge macht und uns direkt sein Auge gibt. Ja, versteht ihr? Auge machen und so. Lol. Also ohne Scheiß, ich hoffe echt, dass Prasser, dass das Glibbermander uns kein Auge macht. Ich hoffe, der gibt uns schnellstmöglich Auge.
Lol. So, was bringt uns Prasser jetzt hier? Ich meine, der ist Rang C, das ist cool, aber was bringt er mir jetzt? Er würde uns halt einen Boost geben, ne? Also einen Bonus. Ach, der Shop, ja, natürlich. Klar. Wer kennt's denn nicht? Aber ansonsten, Prasser, was kann er so? Ah, natürlich, ich dachte es mir natürlich schon, ja. Uns wird halt dann ein Healer fehlen, aber ihr würdet sehen. Angriff steigt, ne? Also, es lohnt sich halt irgendwo, ne? Aber, ich hätte lieber Wichtel im Team. So, kamen jetzt schon ein paar Freundesanfragen rein. Wobei, ach komm, guck mal gleich. Am Ende der Folge. Alles gut. Kein Stress. So, Schirmschelm. Da wird schon Level 7 vorausgesetzt. Interessant. Es ist halt irgendwie, einige denken sich jetzt bestimmt so, Redon Sky, du spielst dieses Scheißspiel schon zum dritten Mal jetzt. Ja, das ist richtig. Und zwar, das erste Mal habe ich es gespielt, ich glaube, 2 Wochen vor dem Yo-Kai Watch 2 Release. Ende März oder so. So ein paar, ich habe so ein paar Streamparts gemacht davon. Bis zum Waldberg, dann ging es mir das Spiel total auf den Sack. Dann habe ich irgendwie im Spätsommer nochmal angefangen, so gegen, ich glaube, August oder so. Dann war es aber eigentlich noch im Sommer. So im August oder Juli oder so habe ich damit angefangen. Und dann... Ob es glaubt oder nicht, aber dann habe ich nochmal... Ja, jetzt hier, ne? Ein drittes Mal. Klar, also... Wisst ihr, ich kann mir schon vorstellen, dass es für euch langweilig sein könnte, aber genau deswegen will ich aber auch über Themen sprechen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt... Und schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen, Budingos. Ja? Bitte. Ich bitte darum. Eure Themenvorschläge gerne in die Kommentare. Wenn es um Yo-Kai Watch-Themen geht. Wenn es um... Na? Level 5-Themen geht. Um Inazuma 11-Themen geht. Dann sagt Bescheid. Meldet euch in den Comments und dann wissen wir alle Bescheid. Und wir haben Schirmschirm bekommen. Womit habe ich das denn verdient? Das ist ein Auto-Befriend oder was? Ich glaube, irgendwie die Cam ist ein bisschen zu weit hoch. Kann das? So. Ui, schon besser. Ja gut, er ist Rang E, aber er ist auch herziger. Ne? Nehme ich trotzdem nicht mit ins Team. So, dann haben wir jetzt Chacha. Ja gut, also bye. Also ich hoffe natürlich jetzt, dass wir nicht zu unterlevelt sind beim Boss, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Weil ihr seht, unsere Lifepoint-Anzeige, die leert sich ja irgendwie gar nicht, so habe ich das Gefühl. Jedenfalls immer, wenn ich auf die Lifepoint-Anzeige drauf gucke nach dem Kampf, sieht das eigentlich noch relativ voll aus, relativ frisch aus. Kann auch natürlich an den letzten Yokai-Fights gelegen haben, die total lauchköpfig waren. Moin. Ich meine, dafür haben wir auch Wichtel und so, also kein Problem. So, nächste Fieberphase reinknallen jetzt hier. Vom Feinsten in die Masse rein, wie man so schön sagt. In die Masse rein jetzt. Komm. So, die Ulti sind auch noch kurz gemacht. Nice HD. Und wir heilen uns. Noch ein zweites Mal jetzt, oder war das das erste Mal, dass wir uns geheilt haben? Aber ihr... Oi. Okay, ich wollte mich eigentlich heilen, aber... Okay. Kein Problem. So, und wir sollten jetzt auch eigentlich Level 9 oder so Level 8. Ja, gut, okay, gut. Level 8 bei Draki und Vanakappa und ansonsten Shibanyan Brudes muss auch noch ein bisschen. Ich könnte natürlich jetzt noch diese mittlere Klugel ausgeben, die wir hier gesehen haben. Was heißt hier gesehen haben? Ich glaube, ich habe den letzten Part bekommen. Ja, soll man da investieren? Wäre keine schlechte Idee, oder?
Oh, wir haben noch eine Münze, eine rosa Münze bekommen. Ja, die wird heute direkt investiert. Ja, wir haben 20 Minuten voll. Ich würde sagen, im nächsten Part dann machen wir dann den Boss. Wir wollen auch nicht zu lange hier im Kampf dann hängen, ja? So. Vielleicht trainiere ich noch ein bisschen offscreen. Ich denke, das wäre der letzte Part, den ich heute hintereinander aufnehme. Deswegen, ich denke mal, ich werde offscreen so ein bisschen trainieren, dass ich mit allen Joker auf Level 10 komme, damit es da auch keine Probleme gibt. Und dementsprechend, ich werde generell auch mal öfters gucken, dass ich mich offscreen auflevele. Wie gesagt, offscreen auch ein bisschen an Y-Geld farme, damit wir auch schnellstmöglich viel an Y-Geld bekommen. Denn jetzt gerade in der Frühe des Spiels, wo wir extrem wenig bekommen an Y-Geld, müssen wir auch relativ viel sparen, weil wir auch in den neuesten Gebieten auch... Robinian, mein kleiner Bruder! Ach du heilige Scheiße! Ja, ich bin grob. Ja, was geht? Lol. Oh mein Gott, wie viel Glück kann man in eins Leben haben? Mois! Da möge man ja echt überlegen, Shibaden rauszupacken, oder? Gut, dass wir gerade eben die mittleren Klugeln benutzt haben. Schön, geil! Ja moin, Alter! Ciao, Wanderkappa. Das war's wohl wieder mal. Komplett bewerten und kommentieren. An der Stelle nicht vergessen, Alter. So, ja, krass, ey. Also. Wie war das nochmal mit? Oh, wir müssen Geld sparen, weil sonst bekommen wir keine guten Yokai. Oh. Ja, die charmante Münze hat mir voll gegönnt. Und ich finde, Grobinian zur Frühe des Spiels ist mega geil. Und er kommt auch dementsprechend in die Mitte. Damit man auch schön sehen kann. Er bimst es. Er bimst jetzt mein Bruder. So, wie sieht's aus? Haben wir Anfragen bekommen? Aha, da ist doch was. Also moin! Timmy ist der Erste. Glückwunsch. Geile Sau. So, ja. Das wär's für diesen Part. Ich bin dann noch relativ froh, dass wir den Part jetzt beenden, wo wir es noch ein bisschen spannend machen. Ich werde offscreen trainieren, werde Grobinian dann auf Level 10 bringen, ungefähr. Und vielleicht werde ich beim Komasan Level. Na, wobei. Na. Vielleicht gehe ich auch zum Shibanyan Level und farm da ein bisschen an Erfahrungspunkten und so, weil Shibanyans Ulti-Serie muss ich auch ein bisschen verbessern, ihr wisst. Und deswegen. Ich guck mal, wo ich farmen werde. Aber beim nächsten Mal sehen wir uns dann mit gestärkter Brust hier bei Glibbermanda wieder. Haut rein und ciao. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von Yo-Kai Watch Puni Puni sehen wollt, dann lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Vorausgesetzt, ihr seid neu auf diesem Kanal.